Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, heute wieder eine normale Folge. Ich hoffe trotzdem, euch haben die Kletterfolgen zwischendurch gefallen und es war einfach mal ein bisschen Abwechslung und was anderes. Ich bin hier gerade auf dem Weg zum Rathaus und auch schon da, denn wir können jetzt Einmachgläser, nee, ne, Fässer theoretisch herstellen. Aber mir fehlt die, ich glaube, Herstellungslizenz ist das, ne? Ich nehme gleich beide mit. Kann ich nicht. Och nee. Kann ich was verkaufen? Nix, was ich dabei habe, ne? Ach, wie schade. Okay, dann haben wir leider nur eine. Das ist jetzt ärgerlich, weil ich hätte gerne gleich zwei gehabt. Da muss ich noch mal hin. Und ich könnte auch gerade noch hier weitermachen, ne? Aber nee, ich mag erstmal mit euch das Einmachfass herstellen, aufstellen und gucken, was wir damit so anfangen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe gut Geld in die Kiste getan. Ich glaube, es ist eben 6 Uhr geworden. Da müsste gleich ein bisschen was an Geld für uns reinkommen. Wir schauen mal. So, dann gehen wir mal schauen, ob wir alle Materialien für das Einmachfass haben. Ich hoffe es sehr. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht hatte ich es schon hergestellt. Nee, ne? Ich glaube, ich wollte es mit euch zusammen machen, aber ich habe, glaube ich, alles vorbereitet gehabt. Also, wir haben alles da. Sehr cool. Weiß nur gar nicht, wo ich das hinstelle. Am liebsten hätte ich es ja auch rein. Aber ich muss sagen, mein Haus ist einfach langsam voll, ne? Vielleicht machen wir es hier vorne noch mit hin. So neben den Hauseingang. Zack. So, was können wir denn hier herstellen? Marmelade. Blaubeermarmelade, Apfelmarmelade kann ich halt alles noch nicht, ne? Eingelegte Möhren, das ging. Eingelegte Zwiebeln, eingelegte Kartoffeln. Ja, gut, dann packen wir doch mal ein paar eingelegte Kartoffeln rein, oder? Ist im Verhältnis 1 zu 1. Mal gucken, ob ich mir das merken kann, ne? 67 bringt so eine goldene Kartoffel. Mal schauen, was wir dann rauskriegen. 68? Naja, gut, aber ich hoffe, das ist das für der Preis für die normalen und wenn es als golden rauskommt, bringt es hoffentlich mehr. Das werden wir auf jeden Fall beobachten. Ich räume mal schnell hier mein Inventar leer und dann können wir eigentlich auch direkt losdüsen wieder, ne? Geld haben wir eben bekommen, oder? Gucken gerade. Nee, 1000. Ist leider noch nicht eingegangen. Das ist schade. Was mache ich denn jetzt? Ja, gut, da muss ich die zweite Herstellungslizenz einfach wann anders holen. Schwingen wir uns jetzt einfach erstmal ins Dorf. Ich habe übrigens eine neue Kochstufe schon wieder erreicht. Ich war echt fleißig. Und ich dachte ja die ganze Zeit, ich hätte den Stinkkäfer vom Auni verkauft. Ich habe den aber tatsächlich nur ins nicht ins Inventar, ins Lager getan. Das heißt, die Quest mit dem Stinkkäfer können wir auf jeden Fall auch abgeben. Und wir können ja auch mal gerade gucken, ob sonst noch was ansteht, ne? Aktuell tatsächlich nicht. Auch interessant. Ich würde auch mal gerne gucken. Ich würde ja super gern irgendwo Level 10 bei meiner Fähigkeit erreichen. Ich glaube, als erstes wird einfach Garten sein. Aber da bin ich noch weit von entfernt. Ah, und jetzt fällt mir wieder ein, was wir eigentlich mal machen wollten. Es tut mir leid. Dadurch, dass dann die Special-Folge oder Special-Folgen, die zwei kamen, habe ich das total vergessen. Wir wollten ja in die Höhle gehen vom Zeki und schauen, ob wir nochmal da dieses, ja, ihr wisst, ne, dieses super seltene Erz da bekommen. Fragt mich jetzt nicht, wie das heißt. Das können wir auf jeden Fall gleich auch noch machen. Also Auni, Rev und dann düsen wir mal ab in die Mine. Oh, hoppala. Ich habe auch zwischendurch echt fleißig gejagt. Ich finde, man sieht das auch ganz schön, wenn man mal guckt. Ich bin mittlerweile immerhin Stufe 6. Das war ja auch so eine meiner stiefmütterlich behandelten Fähigkeiten. Ich glaube, wir müssen mal gucken, ist der wieder hier hinten oder ist der draußen? Das letzte Mal war ja hier große Familienversammlung in der Küche. Aber scheinbar ist hier niemand, ne? Okay. Ach, ist der hinten bei der Scheune vielleicht? Der Auni versteckt sich einfach von mir am letzten Eck hier. Aber guck mal, wie cool das Baumhaus da oben. Hey, Auni! Schön, dich zu sehen. Hier ist dein Stinkkäfer.
Ein Stinkkäfer, danke. Wenn Nayo jetzt seinen Picknickkorb aufmacht, werden alle denken, er hätte einen fahren lassen. Ach, wie schön. Immer zum Scherzen hier aufgelegt, ne? Ein bisschen Streiche spielen, ne? Und der Auni braucht eine Plattgrille. Boah, da weiß ich wieder nicht, wie die Dinger aussehen, ne? Aber gut. Wenn uns eine über den Weg läuft, Auni, bringen wir die natürlich selbstverständlich vorbei, ne? So. Ja, einmal vorbei an diesen bezaubernden Tierchen. Oh, Nayo, hey, du bist ja auch wach noch. Auni hat mir erzählt, dass du ihm geholfen hast, den Stinkkäfer zu finden, mit dem du mir einen Streich gespielt hast. Total uncool. Nachdem ich das Ding vollgestunken hat, musste ich mein Oberteil während des Picknicks waschen. Aus irgendeinem Grund wollte Kenyatta trotzdem bleiben, obwohl ich das ganze Picknick über oben rum nackt war. Sie hatte wahrscheinlich nur Mitleid mit mir. Ja, Nayo, die hatte bestimmt ganz viel Mitleid mit dir. Ah ja, und die brauchen mal wieder hier, der Nayo braucht mal wieder ein Wagenrad. Kann ich im Moment leider nicht mit dienen, aber ich kann ja auch irgendwann mal wieder angeln gehen, ne? Dann hätte ich mal wieder eins. Hab ich sowieso schon überlegt. Ich muss mal wieder ein bisschen auch farmen. Aber man kann ja sowieso immer farmen, ne? So, Tierchen nehme ich hier mal gerade auf meinem Weg mit, die eh hier so sind. Ah, der andere hat den verscheucht, ne? Wollte gerade sagen, was macht der denn hier? Bestimmt können wir wieder theoretisch neue Rezepte beim Rev kaufen. Praktisch, muss ich sagen, habe ich da irgendwie gar kein Geld für. Wo ist er denn jetzt hin? Der war doch eben noch da. Hallo, Rev? Kuckuck, wo bist du? Hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Also ich hätte ja jetzt noch gedacht, vielleicht ist er im Schwarzmarkt oder so, ne? Aber gut, vielleicht wird er uns nicht angezeigt, wenn er im Schwarzmarkt ist. Ich kann ja mal über Zekis Gemischtwarenladen in den Schwarzmarkt gehen. Und, oh, was gibt's hier? Spooky Pumpkin. Ich check jetzt noch nicht so ganz, ob das einfach dann nur Deko ist oder ob man dann wahrscheinlich nur Deko, oder? Oder ob irgendwas auch passiert, wenn man die kauft. Falls ihr es wisst, schreibt es mir gerne. Wo bin ich eigentlich gelandet? Ich wollte eigentlich ins Dorf. Das, wo man so komische Wege läuft, verläuft man sich einfach. Ich könnte auch beim Zeki vielleicht noch mal was mitnehmen. Da kriegen wir nämlich wieder eine Münze. Falscher Laden. Ey, ich komme heute hier orientierungstechnisch nicht so ganz noch nicht klar, ne? Jetzt aber. So. Mal gucken. Irgendwas kaufe ich auf jeden Fall. Ich hätte gerne... Ich glaube, ich nehme noch mal Butter mit. Die benutze ich manchmal zum Kochen. 40 Gold. Ich kaufe nur eine. Ich kaufe einfach immer eine Butter, damit ich immer wieder die Münzen kriege. Übrigens total cool, wo ich hier das erste Mal reingelaufen bin, dachte ich, hä, wo muss ich denn jetzt, ne? Genau, also hier noch. Und dann dachte ich, hä, jetzt bin ich hier unten im Raum. Wie komme ich denn jetzt in den Schwarzmarkt? Huch. Aber hier ist das geheime Bücherregal. Man muss ein loses Buch aus dem Schrank ziehen und schwupps ist man im Schwarzmarkt angekommen. Sehr cool. Cool gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir echt gut. So, ist denn jetzt der Rev hier unten? Ja. Ach, guckt mal. Tatsache. Ach, weil es jetzt Nacht ist, ne? Der ist auch den ganzen Tag hier am Arbeiten. Tagsüber drüben und nachts hier, ne? Hi, Rev. Mir knurrt schon der Magen. Also, weil du so gut gekocht hast, nicht einfach, weil ich Hunger. Ach, du verstehst schon. Also, suchst du vielleicht nach einem neuen Rezept? Ja, aber ich kann es mir wahrscheinlich nicht leisten, ne? Ja, kann ich natürlich nicht. Gebratene Reis mit Gemüse und Phönixfeuer Releno. Nee, gar nicht. Nur der Reis. Nee. Hä? Kann mir doch gar nichts. Ich habe eine Stufe geschafft und kann keine neuen Rezepte lernen? Ach nee, ich habe nicht genug Geld, steht da. Sorry, ja. Also doch, die zwei. Ich nehme alles wieder zurück. Ja,
Sorry, ich kann mir nichts leisten bei dir, Rev. Ich habe gerade nicht so viel Geld und das ist ganz schön teuer, aber brauchst du was? Ja, der Ziggy liebt gegrillten Fisch. Immer irgendwas Fischiges, ne? Dann, wo gehen wir denn jetzt am besten hin? Ich glaube, wir gehen wieder zurück in Zekis Reich. Wie heißt das denn? Laden? Und dann düsen wir mal rüber nach Bahari Bay. Und gucken mal, ob wir vielleicht ein bisschen Glück haben und dieses coole, seltene Erz finden. Und selbst wenn nicht, brauche ich ja auch mal wieder dringend Eisenerz. Also so oder so, wir werden bestimmt irgendwelches Erz finden, was ich gut gebrauchen kann. Es wäre natürlich das i-Tüpfelchen, wenn es ne, das Seltene wäre. Hi Kenyatta, ich habe von deinem Date gehört. War schön, hä? Und brauchst du irgendwas? Ein Senuk-Geweih. Oh, ich glaube, das habe ich noch. Also, ich habe zwar vorhin ein bisschen, aber ich habe nur die Choppers gejagt, ne? Ja, sorry. Habe ich gerade nicht. Aber vielleicht demnächst. Dahin. Ich muss mal gerade gucken, wo müssen wir denn hin? Wir müssen nach unten. Also genau in die Richtung, in die wir schauen. Ich finde es übrigens grandios, dass man in diesem Spiel unendlich begrenzt sprinten kann. Das ist immer eine Umstellung von mich, von Paleo Pines auf hier Palia, weil da hat man ja nur ja, eine bestimmte Menge an Sprintzeit sozusagen zur Verfügung. Das ist schon echt angenehm, dass man hier wenigstens die ganze Zeit sprinten kann. Ich meine, man muss ja eh schon so weite Strecken zurücklegen. Dann ist doch schön, wenn man dann wenigstens ein bisschen schneller unterwegs ist. Na, also was mache ich denn? Ich glaube, ich war einfach ein bisschen weit weg, ne? Ich wüsste ja auch mal gerne, wo hier von oben dieser Eingang in die Mine ist. Weil ich bin ja das letzte Mal da ewig lange lang geklettert, um da hinzukommen. Aber ich glaube, ich bin auch gerade auf der falschen Seite noch, ne? Ich muss, glaube ich, irgendwie rüber. Wie komme ich denn jetzt am besten darüber, ist die Frage. Mir hatte auch damals irgendjemand geschrieben, wo ich rein muss. Müsste jetzt tatsächlich nachschauen. Kann ich hier eigentlich auch hoch? Ich bin gerade irgendwie in der Struktur. Nee, geht irgendwie nicht. Okay. Schade. Ansonsten nehmen wir halt einfach den normalen Weg und ich gucke dann nochmal irgendwie nach, wie wir von oben in die Mine kommen. Aber ich sollte vielleicht erstmal den Durchgang finden. Das war gerade nur normaler Stein. Süßblatt nehme ich natürlich auch immer mit. Genau. Irgendwas wollte ich noch erzählen, aber ich habe es natürlich wieder vergessen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Und da ist schon mal der eine Eingang, ne? Ich würde ja sagen, ich muss da hoch, aber ich glaube, da hatte ich irgendwie auch schon mal geguckt. Ob es da irgendwie reingeht. Kann natürlich auch sein, dass wir da einfach jetzt reingehen und diesmal das nicht da ist, wo es letzte Mal war. Ich weiß gerade auch gar nicht, müssen mir da eigentlich auch andere Leute helfen, wie bei den Bäumen? Oder ist das nur bei den Bäumen so? Ich hoffe. Und glaube, oder? Ich habe auch immer nur bei den Bäumen gelesen, dass man da mit mehreren Leuten dran muss. Von Erz war nie die Rede. Aber vielleicht bringt sie uns ja jetzt hier zum Eingang. Maybe. Das wäre echt cool. Aber ich weiß auch nicht, wie oft da Leute reingehen, ne? Dann ist die nächste Frage, ob ich mir das für irgendwann mal wieder merken kann, wo der Eingang ist. Aber das sieht gerade schlecht aus. Wir sind gerade schon ewig weit weg, ne? Wir müssten ja eigentlich da irgendwie hoch. Wir erkunden einfach mal ein bisschen hier die Wände und kriegen hoffentlich immer mal ein bisschen Eisenerz irgendwo. Bisher habe ich aber noch gar keins gesehen. Was schon echt ein bisschen traurig ist, ne? Na, guck mal, hier geht auf jeden Fall auch jemand hoch.
Pass auf, wenn ich hier langlaufe und gleich irgendwo einfach in ein Loch falle. Das wäre auch lustig. Irgendwie so ein bisschen. Aber es geht hier halt einfach auch alles weiter hoch, ne? Guck mal, hier ist nochmal ein Eingang. Aber den kennen wir doch, oder? Da sind wir ja schon rausgekommen. Ich müsste ja quasi noch höher. Wenigstens ein bisschen Knoblauch kriegen wir. Das ist auch gut. Ich finde, der ist auch selten, ne? Mittlerweile habe ich nicht mehr so ein Problem mit Knoblauchknappheit, weil wir mal relativ viele irgendwie gekriegt hatten bei einem Auftrag. Aber an sich hatte ich da immer ein bisschen Mangel. Also ich weiß immer noch nicht, wie man hier reinkommt von oben. Vor allen Dingen, weil ich komme ja nicht auf dieses Ding drauf, oder? Kam ich da irgendwie mit einer Fontäne oder so hoch? Was ist das denn hier? Guckt mal. Da liegt einfach eine Klamotte. Eine verlassene Klamotte. Also so ein Hemd. Interessant. Ah! Ah! Guckt mal. Ich war tatsächlich oben, oder? Das ist doch hier, wo ich damals hochgeklettert bin. Dann hatte ich es ja doch gefunden. Wie kam ich denn jetzt da rein? Ja, schade, ne? Das heißt, diesmal ist hier kein Erz gewesen. Coolio, ich habe den Eingang gefunden. Habe ich es mir gemerkt? Einfach hier oben an dem Weg. Okay. Easy. Ja, aber mit meinem seltenen Erz war es das leider, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir einfach so noch ein bisschen auf Streifzug. Kann ja auch nicht schaden. Und dann mal wieder eine Frage an euch. Habt ihr einfach so beim Erkunden die seltenen Erze gefunden? Oder habt ihr quasi gegoogelt und geschaut, wo die Spawnpunkte sind? Weil ich habe zumindest schon erfahren aus den Kommentaren, dass es quasi feste Spawnpunkte gibt. Da könnt ihr mir ja mal schreiben. Oder habt ihr ein paar entdeckt gehabt und dann quasi die restlichen ergoogelt? Ist ja nicht immer schwarz und weiß, ne? Kann ja auch manchmal gemischt quasi sein. Und ich finde es so krass, ne? Jedes Mal wieder, ich muss erstmal irgendwie hier so einen Anfang finden. Wenn ich das erste Eisenerz irgendwo entdeckt habe, dann kann man ja irgendwie gefühlt immer so einer Spur folgen. Und findet eins nach dem anderen. Aber bis man erstmal irgendwie so das erste gefunden hat, dauert es immer ein bisschen. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Tendenziell sind die ja eigentlich schon immer bei den Felsen, ne? Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht muss ich auch eher hier hoch, statt hier unten. Ah, das weiß ich auch immer nicht. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich kann ja mal hier mir das als Punkt markieren. Nein, Moment. Stopp. Als Punkt markieren und mal so ein bisschen in die Richtung gehen. Und wenn ich bei der Stallung angekommen bin, switche ich einmal rüber. Aber ich meine, in ganz Bahari war eigentlich Eisenerz. Oder? Ich glaube schon. Komisch. Komisch, komisch. So. Oh, wo muss ich denn hin? Ich wollte jetzt hier hoch. Das heißt, ich gehe einfach mal zu der Sandstrand. Stadtrand. Fast. Fast das Gleiche, ne? Bin ich jetzt richtig? Ich check nochmal die Lage. Jawohl. Okay. Bei den Outskirts bin ich. Und ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir vielleicht ja auch mal ein Flowtree zusammen entdecken. Muss man natürlich auch immer ein bisschen auf den Chat unten achten, ne? Manchmal schreiben die ja Leute ja auch rein, dass sie einen gefunden haben. Dann hat man ja echt Glück. Na, guck mal, hier ist auf jeden Fall das erste. Zwei Large Palum. Ist das das Erz? Palium, ne? Hideaway Bluff Cave. Boah, wo soll das denn sein? Moment, ich sammle mal gerade hier noch ein. Und guck mal. Oh toll, hier unten.
Gut, dass wir gerade da weggereist sind. Aber dann gehen wir doch mal dahin. Wie kann ich noch hier runterfallen? Und gucken mal, ob wir noch was kriegen oder ob wir jetzt einfach schon zu spät dran sind, ne? Muss man ja auch manchmal echt schnell sein. Ah, Moment. Ich muss jetzt zu dem hier und dann wollen wir zu. Wo war's? Wo war's? Wo war's? Da. Zu versteckte Klippen. Ja, es macht es halt leider auch nicht einfacher, wenn halt dann alles auf Englisch ist, ne? Aber immerhin macht es Sinn, dass die Karte auf Englisch ist, weil wenn jetzt die Leute auf Englisch schreiben, wo das ist, und bei mir steht es auf Deutsch, würde mir tatsächlich nicht so helfen, ne? Versteckte Klippen. So, und wo jetzt hier? Hideaway Bluff Cave. Cave. Hier ist eine Höhle irgendwo. Wer hat das denn geschrieben, ist die nächste Frage, ne? Okay. Also ich guck einfach mal. Vielleicht hier oben. Guck mal, da ist was, was. Oder hier unten. Da ist jemand. Die hat es zwar nicht geschrieben, aber ja. Nein. Also hier sind Leute, aber wo ist es? Ach, da. Ah, guckt mal. Wie coolio. Geht's jetzt schon los? Was war denn das jetzt? Die hat ja nur einmal draufgehauen und dann war das Ding weg. Das kann doch nicht sein, oder? Das war doch jetzt. Ich hau auch einfach einmal drauf. Wenigstens einmal. Ach, guckt mal. Yay, mein erstes Palliumerz. 9 Stück. Aber voll ärgerlich mit dem ersten. Das war doch hier irgendwie ein Bug, oder? Moment, ich will mal hier zurückschreiben. Ich will. Ah, wie geht das denn jetzt hier wieder? Ah, Tab. Ich werde es auch nicht mehr lernen. Mal kurz hier Danke schreiben. Cool. Also warum das jetzt mit dem ersten vorne nicht geklappt hat, finde ich ein bisschen eigenartig. Weil die hat ja einmal draufgehauen und das war ja eigentlich auch noch komplett vorhanden. Und dann war es auf einmal schon weg. Aber gut, trotzdem. 9 Paarium. Ich freue mich. Level 10. Nee, noch muss gar nicht Level 10. Ich glaube, ab Level 9 gibt es, glaube ich, Werkzeuge damit, oder? Wir werden es auf jeden Fall herausfinden, ne? Wir waren auf jeden Fall erfolgreich. Unser erstes Special Erz, unser Einmachglas Dingsbums steht auch. Einmachfass. Ich werde es auch nicht mehr lernen mit dem Einmachfass, ne? Egal. Ihr wisst, was ich meine. Steht jetzt auch bereit. Ich werde jetzt hier einfach noch ein bisschen Eisenerz farmen und würde jetzt die Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, gern wie immer ein Like, ein Kommentar und ein Abo dalassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage ciao, ciao, eure Auriako. Ah, guckt mal, jetzt muss ich euch doch noch mal was zeigen. Schaut mal, hier kann man auch von oben irgendwo reinspringen. Wollen wir das gerade noch kurz machen? Wo bin ich denn? Hier einfach. Ich spring mal rein. Okay, also hier kann man direkt wieder hoch, aber ich will ja gerade hier mal erkunden, ne? Coolio, kann man da noch tiefer? Wahrscheinlich, ne? Erstmal laufen wir hier oben lang, weil ich denke, ne, runter kommt man leichter als hoch. Wir sehen auf jeden Fall, ach, das sind Früchte. Ich wollte gerade sagen, es sieht aus wie Diamantensäcke, ne? Leider nur Früchte. Naja. Besser als nichts. Ah, guck mal, hier kann man auch reinlaufen. Aber ich will jetzt noch mal da hinten gucken, ob es noch weiter runter geht. Und wenn ja, was und ob es da was gibt. Vielleicht ist das ja hier auch noch mal eine Ecke, wo es rein theoretisch dieses Palium geben kann. Es wäre auf jeden Fall schön versteckt, ne? Oh, weia, komme ich hier wieder raus? Ja, das war eine ganz grandiose Idee. Oh, guck dir mal. Wie cool ist das denn? Ich habe einen geheimen Ort entdeckt hier mit einer Kiste. Mega, eine Perle, 2 Golderz. Boah, das hat sich ja richtig gelohnt, weil ich meine, die Perlen sind richtig viel Geld wert, ne? 105. Naja. Richtig wäre jetzt vielleicht dann übertrieben, aber schon ein bisschen, ne? Guck mal, hier ist auf jeden Fall so eine interessante Stadt und hier geht's noch tiefer. Wie cool ist das denn? Ihr müsst mir unbedingt mal schreiben, ob ihr den Ort schon kennt oder noch nicht. Komme ich hier nicht runter? Ich würde aber gerne. Komm schon. Einfach runterfallen lassen. Jawohl. Haha, ich bin angekommen. Mega cool. Ein Emberseeker-Medaillon. Das brauche ich doch für diese Wände, ne? Oder?
Habe ich jetzt schon was freigeschalten bei der Gina? Ich weiß es jetzt. Oder musste ich die nur sammeln? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich muss mich nochmal informieren, wie das war mit diesen Dingern. Warte mal. Ein Medaillon. Okay. Aber mega, mega cool. Irgendwo mal so ein bisschen angeteasert hat die Paya-Entwickler, dass es auch versteckte Orte gibt. Aber bisher habe ich noch keinen gefunden. Deswegen bin ich gerade super, mega euphorisch. Aber wie cool ist das denn? Ich freue mich gerade. Damit schließe ich dann jetzt auch die Folge ab. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Gerne auch einen lieben Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage ciao, ciao, eure Auriako.